Hallo, Servus, grüß Gott zu Haus zu Let's Orakel mit FIFA 16. Wir orakeln die EM 2016 und auf dem Programm steht Belgien gegen Irland. Ja, mein Gegner für das heutige Spiel ist der Joker. Hallo, Freunde der leichten Grüße. Unterhaltung. Und mit dabei als Datenbank der Social Valro. Media Experte. Genau. Servus und hallo. Obwohl er gar nicht so sozial ist. Und Irland wird gespielt vom What? Jake. Ja, hallo! Der Ich bin nicht so sozial, was? zum ersten Mal mit dabei ist. Genau. So. Was? Gut. Also ich würde mal sagen, wir gehen auf fertig und dann machen wir erstmal die Trikots. Ich bleib da mal Oh, eben was für Fashion schöne Trick. Rot. Und los geht's, Teammanagement. Hot. Sehr heiß. Die Belgier kommen in einem 4-5-1-System. Uns gerade noch offline unterhalten, dass der Moderator bei ZDF so ein bisschen interessante Kommentare abgegeben hat. Oh. Ja. Ich kann man wohl so sagen. Ja, für euch vielleicht zur Info, wir sind aktuell, nehmen wir es auf am 12. Juni. Das heißt, wir haben noch keinen Plan, wie Irland gespielt hat bisher oder wie Belgien bisher gespielt hat. Ist ja von denen jetzt schon das zweite Spiel oder das dritte schon? Ne, das zweite. Naja, also da ja innerhalb von 1,5 Wochen die ganzen Gruppenspiele sowieso durchgezogen werden. Ja. Da produzieren wir ein bisschen vor. Ich glaube, das wollte der Joker sagen. So ungefähr. Und von dem her wissen wir halt noch nicht, was so in den letzten Spielen abgegangen ist. Und von dem her sagt ihr vielleicht schon, boah, Belgien war total scheiße oder total gut oder so. Und ja, wir lassen uns noch überraschen. Ja, es ist so, dass jetzt gerade läuft im Fernsehen Türkei gegen Kroatien. Also wir sind am Sonntag, der erste Sonntag der gesamten EM. Und wir orakeln jetzt Belgien gegen Irland. Los geht's. Mal wirklich gespannt, wie das hier Vonstatten. vonstatten geht. Marktwert der Kader ist ja auch geil. 87.000 von Irland, 87 Millionen. Ich wollte es gerade sagen. 87.000 und 486 von Belgien. 1000 Millionen. Oh. Und die Iren mit der ersten Chance. Courtois im Nachfassen. Belgien hat natürlich eine starke Mannschaft. Also allein jetzt gerade der Name Courtois ist ja schon ein recht großer Name. Atletico Madrid, FC Chelsea. Ich weiß gar nicht, wo Ja, spielt die er jetzt eigentlich? Chelsea? Chelsea. Chelsea, aber ist verletzt gewesen. Die ist Verletzing so. Heute die Belgier mit Fellaini hier auf dem Platz. Mr. Wuschelkopf. Wuschelkopf. Der belgische Afro, wie ich immer sage. Ja, jetzt ja blondiert ist. Nach Ja, neuesten Social Gottes Media Willen. Empfindung. Oh ja, das sieht lustig aus. Oh. Oh nein, Hui. Haben oh sie Gott, oh Gott, allein oh nicht Gott. spielen Oh lassen? Gott. Der Torhüter Wo der hat er den Iren denn hingeworfen? wirft einfach mal ins Aus, den Ball. Ja, er wollte den Belgien was Gutes tun, scheint es. Ich denke mal, dass sie mit Lukaku vorne spielen werden. Hazard auf der Seite. In der Mitte dann eher De Bruyne, hätte ich mal gedacht, statt Fellaini. Ui, was machen denn die Belgier da hinten? Das ist ja. Der Schuss ist etwas verunglückt. Was er der Hä? Ha, macht die Nummer 20 der Iren? What? Ich weiß gar nicht, die Mannschaft der Belgier ist. Hast du die stark verändert, Joker? Nicht wirklich. Ich habe nur die Auswechselbank eigentlich verändert. Also die haben schon eigentlich ihre erste Elf. Naja, also ich habe zum Beispiel im Sturm steht bei mir nicht Keane, sondern Long. In dem Tor steht statt Shay Given steht Westwood, dessen Vornamen ich jetzt nicht kenne. Kieran. Ah ja, danke schön. Oh, gut, wie sich da wie heißt das, Benteke durchsetzt. Gum Ich muss jetzt überlegen, welchen Gum-Gum halt da vorne zu stehen. Ich sehe gerade, Westwood ist bei Freistoß. Sheffield Wednesday. Der hat die große Der Chance. müsste aber gewechselt Oder sein. Der war vorher mal, glaube ich, sogar Premier League mal. schlechter Freistoß von De Bruyne hier.
doch recht weit übers Tor. Mhm. Kennt man nicht vom Rotschopf? Du hast gar nicht Randolph drinnen? Den hatte ich beim Spiel. Im Tor. Jake. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da noch zur Auswahl hatte, aber Westwood oder Given war eigentlich die einzige mögliche Möglichkeit, die ich fürs Tor hatte. Der dritte Torwart, den ich da noch hatte, der war mir weder bekannt noch irgendwie... Oh, hast du das Spiel aufgemacht? Nee, ich hab... Oder? Okay, nee, das stimmt, das müssen wir nämlich noch Jake sagen, mit, dass wir auf 8 Minuten immer stellen und dass wir immer den Online-Kader wählen. Also quasi den aktuellen Kader dann, der dann aktualisiert wird von FIFA. Macht er das nicht automatisch? Also bei mir macht das andauernd irgendwie, wenn ich irgendwas zocke, dann ja, wird aktualisiert, bla 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 bla. Ja, das schon, aber das, man kann auswählen, mit welchem Kader man quasi spielt. Außer Vorsicht! Vorsicht! Lang muss man aber sagen, sind hier die. Was war denn jetzt? Abseits? Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ja, was das jetzt gewesen sein. Deswegen pfeift er mal 5 Minuten später ab. Hat im Nachhinein noch Abseits Faustabwehr gemacht und. Naja, okay. Kann man mal machen. Also bislang sind die Iren hier nach knapp 20 Minuten das bessere Team. Das wäre den Iren auf jeden Fall der größte Markt. Der größte Marktwert bei Coleman und bei McCarthy. Die sind ja beide bei Everton, bei der 17 Mille. Und Shane Long ist bei Southampton der Stürmer. Seit diesem Jahr, glaube ich. Und auch 10 Mille Marktwert. Und die anderen alle so unter 10 Mille, so um die 2 Mille. Also ja, nicht so geil. Eben auch nicht mehr die Jüngsten. Nee, schon ziemlich alt alle. Allein Shay Given mit 40 deinem Tor, der Rest schon mal schön raus. Die Iren hier kampfbetont, wie man sie kennt. Und da gibt's den Elfmeter. Das ist Elfmeter, ja, tatsächlich. Long gefoult von Alderweireld. Den Namen finde ich immer so schwer auszusprechen. Alter, der rutscht doch da selber weg. Hui. Der Dobi von Tottenham. War in der Premier League 11 des Jahres. Alderweireld. Und da gehen die Iren in Führung, überraschend. Aber sie sind hier die stärkere Mannschaft bislang. Hat's Long, hat er geschafft? Ja. Reingemacht. Okay, schön. Gratuliere. Courtois ist in die falsche Ecke gesprungen. Aber gesprungen kann man das nicht mehr nennen. Hat sich hingesetzt. Ja. Als Southampton-Fan freut mich das natürlich ein bisschen. Ich verwechsel das nämlich bei dir manchmal. Ich muss mich dann immer so fragen, also im Stillen natürlich, ich würde das niemals laut fragen, weil sonst kriege ich ja Prügel. Bist du jetzt Sunderland-Fan und Southampton-Hasser oder umgekehrt? No. Umgekehrt. Wie kann man Sunderland-Fan sein? Ja, ich weiß das noch nicht. Oh! So, Freistoß. Gar nicht mitbekommen. Die haben Kinderfick in ihren Reihen, die kann man doch nicht finden. Ja, ich bin ja nicht ganz so bewundert mit der Premier League. De Bruyne, vielleicht macht das diesmal besser und Westwood im Tor gehen. Hält den Ball aber. Starke Parade. Starke Parade, ja. Jake, was hattest du von. Was hattest du von De Bruyne? Mein Lieblingsspieler wird er nicht werden. Also ist zweifelsohne ein guter Spieler, aber. Ja. Ich bin jetzt kein Riesenfan. Wir müssen das Tempo ein bisschen rausnehmen. Der war zu hoch. Stark von De Bruyne, die Balleroberung. Benteke. Mr. Gumgum! Mr. Gumgum macht's nicht. Westwood hält wieder. Hebt die Fäuste. Vermahlen, dabei verletzt, aber nur eine Muskelzerrung. Das heißt, er könnte bald wieder spielen. Vielleicht schon bei der WM, EM. Bei der WM, bestimmt. Also Westwood ist sehr aktiv im Spiel. Wenn da mal ein Ball aufs Tor kommt, ist der relativ schnell draußen. Bislang ohne Probleme. Habe ich ganz verpasst, dass Vermahlen bei Barcelona spielt.
ist ja auch nicht mit der spanischen Liga so. Der sitzt da wahrscheinlich nur auf der Bank. Der war ja bei Tottenham lange. De Bruyne und wieder Westwood. Ja, aber das schien mir ein bisschen unsicher. Da glaube ich den Ball erst spät gesehen, war bedeckt. Shane Long. Der Mann mit zwei Schüssen bislang hier in dieser Partie und dem 1:0. Benteke, Belgien hat eigentlich nur Gumgums im Sturm. Origi, Mitsubishi, Benteke und Lukaku. Aber es geht zurzeit nur noch in die eine Richtung und das ist das irische Tor. Da pocht jemand auf den Ausgleich. Das war das Pochen. Komisches Pochen. Und wieder Westwood, Weltklasse. Wächst über sich hinaus. Ja, aber auch mal ein Schuss mal von etwas weiter weg und. Ah, er wird gefordert jetzt, der Westwood. Ecke De Bruyne wieder, diesmal von der anderen Seite. Nochmal eine Flanke. Witzel schießt und da wird er wieder abgefälscht, der Ball. Und das gibt. Der war gut. Der Joker macht über die besten Witzel. Ja. Mann. Und! Uiuiuiui! Westwood. Was ist jetzt? Was abseits? Abseits. Ja, anscheinend ohnehin abseits, aber das war ein ziemliches Hin und Her jetzt gerade. Ja, war abseits. Von Gumbi. Ich habe was gedacht, der war bei Sunderland mal kurzzeitig, Westwood. Ich denke mal, Premier League war der mal. Und Man City, oder das ist auch schon Jahre her. Und aktuell nur in der zweiten Liga. Gut abgelaufen. Ja, die Iren spielen eben ganz gerne in der Premier League. Die meisten sind eigentlich in der Premier League. Oder in der zweiten. Schön von Benteke. Kopfball und an die Latte. Da kam er tatsächlich an den Kopfball. Das hätte eigentlich nicht unbedingt passieren dürfen. War ja bedrängt von, ich weiß gar nicht, wer das war. So viele Chancen, was die Belgier hier ungenutzt lassen. Das Spiel ist mittlerweile etwas einseitig geworden. Ja. 20 Minuten, die bislang hier für den Treffer für die Iren ausreichten, wo sie sehr stark waren. Sie können natürlich immer noch auf ihre vielleicht Konter hoffen. Denn die Belgier sahen nicht, zu erkennen, aber auch nicht so sicher aus. In ihren stickt. Verteidigungs. Und Fellaini an den Pfosten. Das gibt's doch nicht. Fellaini. Ui! Und die Verteidigung schwimmt. Der Ball wieder. Kommt durch zu Long. Das ist nochmal eine Chance vor dem Halbzeitpfiff. Und Courtois muss und abklatschen lassen. Und da ist das heute durch McCarthy. Wow, okay. Die Iren kontern. Da meinte ich eben, die belgische Abwehr sieht da bei solchen Aktionen nicht gut aus. McCarthy ist auch ein guter. Kam komplett aus dem Nichts. Weil die Belgier jetzt wirklich das Spiel komplett allein geschaltet haben. In den letzten 20 Minuten. Nach dem Elfmeter von Long kam da nichts mehr. 23. Minute 1:0, 45. Minute 2:0, also. Das ist schon eine Überraschung, muss man sagen. Aber. Wie ist noch? Habt ihr hier so einen Tipp, wie das Spiel ausgehen wird? Also in real? Das vergessen wir ja immer gerne. Deswegen bin ich ja da. 2-1 Belgien, würde ich sagen. Wollte ich auch tippen, dann sag ich mal ein 1:0 für Belgien. Okay. 2:0? Haben wir schon? Ne. Nämlich 2:0. Ich werde mal wechseln, Fellaini raus und für Belgien. Mertens rein. Ich habe die Mannschaft zur Halbzeitanpfiff erstmal gelassen, wie sie ist. Erstmal zusammengepfiffen. Warum spielt ihr so Idiot. Gut? Ihr führt ja, das war doch überhaupt nicht so abzusehen. Was soll denn das? Was soll die FIFA-Mafia von uns denken? Witze! Und wieder Westwood.
Was gibt's ja nicht? Der Kieran Westwood wächst über sich hinaus. Wächst. Ja, ja, also ohne ihn würdet hier. Ich glaube, da würden die Belgier schon Hazard führen. Und er geht vorbei. Oh. Kriegst du mal die, oh, die Pegge aus? Nein. Hin und her jetzt hier. Und her und hin. Und abseits. Abseits, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach weitermachen lässt. Die Belgier waren im Ballbesitz. Hat sich ja nichts draus entwickelt. Aber dieses späte Pfeifen, das geht mir auf die Nüsse, muss ich sagen. Ja, das wird erst das die neue Waffe dann in FIFA 20 oder so sein. Courtois lässt abklatschen, so eine Flanke. Also mit einer Stärke von 86 sieht das nicht so gerade aus. Also der bessere Keeper bisher, muss man sagen, war Westwood in diesem Spiel. Okay, klingt sehr interessant, was ihr da macht. Nangolan. Und dann, überhastet. Nangolan. Sieht ja komisch aus. Magellan. Ein kleiner Malaga-Becher. Gum Benteke, aber er kriegt auch da nicht wirklich viel hin. Hazard flankt. Aber auch das gelingt nicht. Da eine gute Aktion. Bei Irland ist der Trainer Martin O'Neill, der hat mal Sunderland trainiert. Fand ich eigentlich ganz sympathisch. Das heißt schon mal, er ist ein Sunderland-Trainer. Und jetzt hat sich auch lang, glaube ich, gehalten, weil, glaube ich, 4 Jahre lang oder so. Die Irren! Ob er da nicht auch mal Norwich trainiert hat? Alter, was mal, also. Gott, war es irgendwie sehr unsicher. Hab ich das Gefühl. Ja, genau, Norwich war er auch mal. Boah. Ja, viele Chancen haben die Irren nicht, aber. Sehr hochkarätig. Wenn Gott war so weitermacht, dann. Und Aston Villa, also eher immer so den Premier League Keller trainiert. Und Forsten! Und Hammer. Bei Belgien ist der Trainer Marc Wilmots. Den kenne ich nur vom Namen. Er hat früher bei Schalke trainieren, ist da nichts draus geworden. Hat bei Schalke gespielt, war einer der Eurofighter von 97, wo sie den UEFA-Pokal gewonnen haben. Okay. Ich glaube, sein Spitzname war mal Kampfschwein, aber ich weiß nicht, ob das noch wirklich so war. Oh, guter Pass, aber leider ein Stück zu lang. Lang. Er ist doch long. Und apropos long, da ist er am Ball. Hat da die nächste Chance. Nein. Lässt sich verspringen. Da wird der Kameramann fast getroffen. Hazard holt sich den Ball, aber der Pass kommt da nicht an. Schöner Versuch auf Witzel, aber der ist zu langsam. 66 Minuten gespielt, 0-2 für die Iren. Und da wird gewechselt. Ich werde auch noch mal in die Trickkiste greifen. Machen wir mal Flügelwechsel da noch und los geht's. Puh. Wer kommt denn da? Der Long geht raus. Der Long geht runter. Jetzt sehen wir die Belgier. Den Belay habe ich gesehen. Long geht raus. Wer kommt rein? Keen? Ja. Der 35-jährige Sack. Verdient in Amerika sein Geld.
Und schon wieder. Oh, Courtois läuft erstmal am Ball vorbei. Also, richtig stark, was er hier spielt, richtig stark. Aber kein Wunder, er hat ja auch ein grünes Trikot an. Er denkt, er spielt bei den Iren. Ja, wie der albanische Keeper gestern, so sah das aus. Joker, du kannst den Mignolet einwechseln. Ich glaube, da hätte ich wirklich mehr von. Aber ich kann leider nicht mehr wechseln. Der Tipp kommt ein bisschen spät. Aber der Torhüter auszuwechseln ist dann auch immer wirklich so krass. Macht eigentlich nur Niederlande. Boah, das war jetzt mal eine starke Parade von Courtois. Ja. Das war jetzt wirklich... Macht eigentlich nur Niederlande beim Elfmeterschießen. Belgier nicht mehr. Tor so haben wir jetzt auch für Kroatien. Gegen in real? Gegen die ja, Türken. 1-0. Gratuliere. Hazard, kann er nochmal was zeigen hier? Setzt sich da durch. Pass auf Gungo Menteke. Der wieder auf Hazard zurück. Der flankt. Aber die Iren Kopfball stark in der Verteidigung. Und jetzt gibt es den Konterversuch der Iren. Die alten Säcke sind nicht so schnell. Ja, ich glaube, die sind halt ziemlich zweikampfstark. Die sind robust, das sind sie wohl. Ja. Und jetzt Benteke und auch er schafft's nicht. West wurde überragend. Zuvor der Schuss abgeblockt von Benteke. Es gibt auch Ecke. Coleman hat da noch dazwischen gefunkt. Schlechte Ecke. Wilmots mit 43 Jahren, einer der jüngsten Trainer, glaube ich. Die Zeit läuft den Belgiern davon. Wie viele Minute? 77. Ja, das ist schon mal interessant. Aber sie geben nicht auf. Mirala ist jetzt im Spiel. Aber auch er kommt nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei! Du schellender Traktor. Und jetzt die Chance. Aber das war ein Schüsschen. Ja, das war ein Kühlerchen, war das. Wenn es ein Schüsschen gewesen wäre, hätten wir vielleicht sogar eine Chance gehabt, dass der reingeht, weil heute die Leistung von Courtois. Das sieht nicht danach aus, als ob die Belgier es hier noch irgendwie schaffen, Tor zu schießen. Auf jeden Fall zweimal mit dem Pfosten bzw. Latte Pech. Und Westwood stand halt auch immer goldrichtig bzw. mit starken Paraden. Kein Abseits, aber Westwood kommt herausgestürmt und holt sich die Pille. Die Pille für den Mann. Irgendwie muss ich versuchen, noch Jake aus dem Konzept zu bringen. Aber es klappt nicht! Also. Ich habe mir Belgien hier viel stärker vorgestellt mittlerweile. Das ist echt eine Überraschung. Joker, Joker, Joker. Chirpe, chirpe, chirp, chirp, chirp. Du Kinder now. Jetzt kommt nicht mehr viel herum hier. Viele Bumm. So ein Mittelfeldgeplänkler, was jetzt. Ja, jetzt nochmal. Benteke, aber wieder abgefälscht vom eigenen Mann, oder? Nee, doch nicht, Ecke. 89. Minute. Denk mal, mein Keeper wird jetzt mit nach vorne ein, kurz vor, aber der kann noch hinten bleiben. Ja, da ist er schon. Ja, hab ich keinen Bock. Der ist so grün, ich weiß gar nicht. Jetzt mach die doch mal! Oh Gott. Es sollte. Es soll einfach nicht sein. Courtois köpft da vorne! Hier kannst du wieder haben! Was macht ihr denn? Das klingt sehr interessant. Miralas! Der ist drin! Ist auch noch passiert. Jetzt sind noch die Pille! Jetzt sind noch die Pille mit! Nicht doch rutschen, nicht doch am Ball vorbei rutschen! Miralas macht das 1-2 noch.
Aber es wird der wahrscheinlich Kevin zu spät sein. Hat der Joker zu wenig in ihm vertraut. Ja. Da. Gleich zu viel zu spät eingewechselt. Da geht er zur Auswechselbank, klatscht mit seinen Kollegen ab, aber den Trainer lässt er außen vor, den guckt er ganz böse an. Mertens. Benteke. Und Mertens, gibt's vielleicht noch den Ausgleich? Mertens! Und Westwood hält! Westwood. Schmeißt immer nochmal alles nach vorne. Jetzt kommt wahrscheinlich Courtois gleich nochmal. Ja, da ist er auch schon. Ecke De Bruyne. Was war denn das? Und Westwood wieder! Ich werde irre. Man merkt der Joker, wie er schon halb austickt. Der Joker ist wieder der Joker in seinem Element. Und die wissen, woher ich diesen Namen habe vom Fußball. Wenn die Ecke schief geht, bräuchten wir einen Moritz Stoppelkamm. Ah, 1:2. Glückwunsch, Jake. Ja, danke schön. Haben aus ihren Möglichkeiten alles rausgeholt. Der Iren. Respekt, Jake, also nicht schlecht. Mit den Iren, das ist ein Brett. Kann man mal machen. Es war schon so, dass es einseitig war, was Ballbesitz und so angeht. Ja, aber trotzdem krass. Du hast es durchgezogen und du hast die Chancen genutzt. Respekt. 23:12 Schüsse für Belgien, 15:9 aufs Tor, 52:48 Ballbesitz, 16:9 Zweikämpfe, 1:3 Fouls, 8:4 Ecken, 65:75 Schussgenauigkeit und 74:71 Passgenauigkeit. Ja, also das wäre noch ein Seitig gewesen. Wenn man sich alleine nochmal den Pfostenschuss von Fellaini, ich glaube, wenigstens 2 oder 3 Pfostenlattenschüsse, die dabei waren. Also da lief so einiges. Pfostenlatten. Aber auch bei Irland ja ein Pfostenschuss. Also insgesamt hätte es noch viel höher ausgehen können, das Spiel, auf beiden Seiten. Ja, und natürlich dann die ganzen Chancen dagegen Westwood, wa? Hm. Der eine Freistoß, der von De Bruyne gut war. Ein sehr interessantes Spiel. Oh ja. Und am Ende da wirklich nochmal echt spannend. Ja. Und hier eine Empfehlung von mir. Wenn ihr mit Belgien spielt, solltet bei FIFA, wechselt Courtois aus. Das zumindest noch der Abschluss von mir. Mit diesen Worten. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank an Jake für seine erste Partie. Hat gleich mal gewonnen. In diesem Let's Orakel. Da freue ich mich ja schon auf die nächste Partie. Vielen Dank an unseren Social Media Experten. Valvo. Gerne, gerne. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Partie wieder. Und viel Spaß euch bei dem Spiel Belgien gegen Irland. Dann in 3 Stunden. In 3 Stunden, wenn es angepfiffen wird. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss. Ciao.